Nicht an. So, jetzt habe ich wieder umsonst geredet. Klasse, danke schön für den Hinweis. Okay, nochmal von vorne. Scheiße. Okay, na gut, wieder so viel geredet. Also, herzlich willkommen im Atelier zu meinem samstagabendlichen Fernsehprogramm mit Porträtmalen. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne mit euch Porträt malen und habe natürlich wieder vergessen, den Ton anzustellen. Das tut mir furchtbar traurig, aber nachdem mein Handy gepiept habe, habe ich gedacht, da war doch was. Also ich muss mir doch einen roten Zettel hinhängen fürs nächste Mal, damit ich das nicht vergesse. Bevor wir das Bild malen, was ich mir ausgesucht habe, was ich letztes Jahr mit meinen Schülern gemacht habe, im Unterricht, was ganz gut angekommen ist, was viel Spaß gemacht hat, würde ich gerne erstmal ein paar grundlegende Sachen machen. Und wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt das in den Chat. Ich habe heute eine Souffleuse da, die mir dann die Fragen zuflüstert. Das ist die Lisa, die hat sich bereit erklärt, mir Gesellschaft zu leisten, damit ich hier nicht so alleine bin bei diesem trüben Wetter Ende Januar. Aber gut, ja, ich hoffe, dass das nächste Mal die Panne nicht mehr passiert. Okay, ich habe mir ein Ei gezeichnet als Basic. Das spitzere Teil von dem Ei, nämlich nach unten, wo das Kinn hinkommt. Dann habe ich das Ganze in der Hälfte geteilt und dann nochmal eine weitere Hälfte. Und auf dieser Höhe, auf der Hälfte von dem Ei, sitzen meine Augen und zwar in Fünftel eingeteilt. Ich mache etwa 5 gleiche Teile, Strecken, die ergeben so ungefähr meinen Augabstand. Teile ich die untere Hälfte von dem Ei, dann komme ich in etwa auf ein Nasenflügel oder eine Nasenspitze. Hier kann ich wiederum 3 Kreise machen, so ein bisschen versetzt und verbinde sie dann zum Auge hin. Das gibt dann dementsprechend meine Nase. Sieht jetzt natürlich toll aus, weil ich da so rumgewurschtelt habe, voll lauter. So, und wenn ich dann ein bisschen oberhalb vom Auge gehe, dann kommen natürlich die Augenbrauen. Die sind bei jedem Mensch unterschiedlich, deswegen können wir sie mal frei Schnauze machen, so wie wir denken, dass es vielleicht ganz nett aussieht. Und auf der anderen Seite genauso. Was fehlt denn jetzt noch? Jetzt noch irgendwas? Jetzt müsste es eigentlich gut sein, oder? Ich gucke mal nach, bevor ich wieder was verkehrt mache. Okay, alles klar. Wir machen weiter. Da das Auge ja nicht so aufgerissen ist, sondern meistens das Oberlid nochmal zu sehen ist, nehme ich einfach von dem Auge, was ich gezeichnet habe, nach unten etwas weg. Damit kann ich die Schließung des Auges darstellen und es wirkt gleich realer. Wichtig dabei ist, dass das Oberlid weiter runter geht, als das Unterlid nach oben kommt. Weil wir schließen ja mit der oberen Form das Auge und von unten kommt ja nichts hoch. So, das wäre das. Dann haben wir hier unten nochmal etwa die Hälfte. Das ist so ein Ansatz, wo wir sagen, da könnten wir den Mund hinsetzen, mal mehr, mal weniger, je nach Typus. Und der geht in der Regel bis zur Pupillenmitte. Wenn ich jetzt das Auge mittig teilen würde, sagen wir, setzen die Pupille mal mittig. So. Dann könnten wir hier schön den Mund einzeichnen mit einem kleinen M und nach unten die Lippe auch rausholen. So, jetzt gehe ich hier und mache hier meine Pupille und meine Iris. Und die ist immer größer als der Augenausschnitt. Also wir machen die jetzt nicht hier so klein reinsetzen, sondern man muss sich das so vorstellen, wir haben den Augapfel, wir haben hier die Iris und dann in der Mitte die Pupille und das Augenlid sitzt ein bisschen davor und schneidet die Iris immer mal ein bisschen an. Also die ist nicht voll zu sehen, dann müsste ich die Augen ganz groß aufreißen.
Dementsprechend tun wir also so, als wäre der Kreis nicht voll zu sehen. Und dann können wir in die Mitte unsere Pupille setzen. Ich mache die mal ein bisschen dunkel, damit man das besser sieht. Und schon guckt uns das Ei an. Machen wir das auf der anderen Seite auch noch. Und hier das Gleiche. Und jetzt sieht man schon, dass das ganz anders wirkt, wenn mal die Pupille drin ist und man das Ganze sieht. Also, ich sehe schon, die Nase ist auch nicht besonders schön. Die können wir auch noch ein bisschen mehr formen. So. So, und jetzt haben wir eigentlich die Basic gemacht. Jetzt bräuchten wir noch Ohren. Die Ohren sitzen in der Höhe der Augenbraue und geht etwa bis Nasenende. Das ist immer so dieses Ungefähre. Und auf der anderen Seite auch. Jetzt könnte man die Wangenknochen ein bisschen einfallen lassen, damit das noch ein bisschen mehr Form kriegt, das Gesicht. Vielleicht noch ein kleines Grübchen, ein bisschen eine Lachfalte. Und jetzt sieht doch das Ganze schon ganz passabel aus. Was wir jetzt noch bräuchten, sind Haare. Wenn wir jetzt eine Frau nehmen, da könnte man dann ein bisschen Scheitel andeuten. Und ein bisschen Hals und schon hätten wir so eine Grundkonstruktion eines Kopfes. Wenn ich jetzt den Radiergummi nehme und nehme jetzt mal alles weg, was ich so zwischendrin an Linien reingezeichnet habe, dann seht ihr, so, das machen wir mal ein bisschen zarter, dann seht ihr, dass das Ganze schon ein bisschen netter aussieht. Okay, machen wir hier auch die Mittellinie weg, den Kopfansatz machen wir weg. Hier das am Kinn, an der Wange. Und schon kriegt das Ganze eine andere Zusammenführung. So, das wäre die frontale Version. Wenn ich jetzt aber so ein Gesicht habe, was sich in eine andere Richtung neigt, dann ist es so, dass ich das Ei, ich mache das mal daneben, ich weiß nicht, doch, man sieht es ja noch, das Ei quasi anders einteilt. Also das Ei bleibt ja letztendlich gleich, aber was wir machen, wir teilen das auch in die Mitte ein. Und jetzt tun wir die Mittellinie versetzen auf die linkere Seite. Also wir versetzen das Ganze in diese Richtung. So, und dann wird das hier, hier wird das Auge, kommt dann normal raus. Das ist relativ groß, was wir sehen. Und hier hinten dran sieht man es etwas weniger. Ebenfalls geht das dann mit der Nase so. Wenn ich jetzt hier wieder die Hälfte einteile, kommt die Nase nach vorne. Die Seite sehe ich etwas mehr und die andere Seite manchmal ein bisschen oder gar nicht. Es geht nur ums Schema, dass ihr das Schema versteht. So, wenn ich jetzt die Person gucken lasse, so könnte man die Nase vielleicht noch ein bisschen größer machen. Dann nehme ich hier wieder meine Hälfte für den Mund. Jetzt ist es so, dass diese Seite länger ist, die geht ja da bis dahin. Und diese Seite durch die Verkürzung kürzer wird. Und genau das Gleiche passiert mit dem Auge. Das heißt, hier auf der Seite wird das Ganze etwas weniger und hier kommt ein bisschen, wo dann die Ohren sich ansetzen, kommt hier ein bisschen mehr dazu.
Okay. So, das kann man in verschiedene Positionen einteilen. Dabei ist es zu beachten, dass das Frontale ist relativ einfach. Diese 45 Grad sind auch relativ einfach nur, aber die ganzen Zwischenstationen, die sind ziemlich schwierig. Aber wir wollen ja kein Porträt machen, was einen Wiedererkennungswert hat, sondern wir wollen einfach ein Gesicht machen, was in einer Stimmungslage ist. Und diese Stimmungslage erzeugen wir durch das Drumherum. Also die Augen sind zum Beispiel geschlossen oder nur leicht geöffnet. Sieht ein bisschen komisch aus hier. Mal ein bisschen. Ja? Genau. So, da können wir uns überlegen, ob wir die Augen ein bisschen offen haben wollen oder halb geschlossen. Das wäre dann aber nicht das Problem. Ich bin schon wieder so schnell. Ich muss langsamer machen. So, wo ist mein Radiergummi? Nehmen wir jetzt wieder das weg. Und dann kommt nämlich unser Kopf auch besser raus, wenn wir die ganzen Konstruktionslinien entfernen. Hier ist auch immer die Problematik, dass man da zu wenig macht. Und am Kinn kann man auch noch ein bisschen dazugeben. Grübchen, leichte Wangenandeutung. Okay. Soweit der Plan. Ja. Und irgendwie bin ich immer rechtslastig. Ich weiß nicht, irgendwie guckt mich das immer mehr an wie die linke Seite. Liegt vielleicht daran, dass ich Rechtshänder bin. Und so würde ich jetzt mal das Bild einteilen und aufzeichnen. Und dann schauen wir mal, wie wir das mit Farbe machen. Okay. So, was ist da drin? Jetzt geht's. Habe sonst okay. Jetzt müsste eigentlich alles okay sein. Traut euch nur. Ich bin froh, wenn irgendwelche Fragen kommen oder irgendwelche Anmerkungen, dann habe ich was davon. So, zuerst mal gucken, dass es passt. Ja, es passt ganz gut. Klebe ich mir mein Papier auf, ein Acrylpapier, weil ich das nachher ein bisschen fluffiger machen will. Mal gucken, dass ich das richtig hinkriege. So. Das ist überhaupt ideal, wenn man einen Acrylmalblock hat, dass man sich die Blätter runternimmt und einzeln benutzt, dann bleibt der Rest vom Block sauber. Das ist das Schöne. So, ein Schluck Tee. All von dem Gequatsche wird der Mund trocken. Okay, jetzt überlegen wir uns, wo setzen wir die Position hin, also möglichst nicht in die Mitte. Und um den goldenen Schnitt zu haben, müsste ich das Blatt in drei Teile teilen, in etwa drei gleich große Teile. Also hier und hier. Und genauso wäre das dann eins. Kommt das hin? Eins, zwei, drei. Naja, so. Das wäre so in etwa die ideale Position. Das heißt, würde ich hier die Mitte vom Gesicht laufen lassen.
Jetzt teilen wir das ein, dass das Ganze ein bisschen gesenkt ist. Das wäre dann, ich mache jetzt kein ganzes Ei mehr, sondern ich mache nur noch meine Hilfslinien. Und dadurch, dass ich mir das vorher aufgezeichnet habe, habe ich das in meinen Hirnzellen abgespeichert und kann das viel besser umsetzen. Also ich kann nur den Ratschlag geben, macht vorher eine Skizze, zeichnet es auf, dann seid ihr lockerer im Handgelenk und fluffiger in der Ausführung und euch ist das Ganze vertrauter. Also ein paar Striche vorneweg auf dem Schmierblatt ist perfekt zum Einmalen bzw. Einzeichnen. So, dann würde ich mal die Nase andeuten und dann kommt nachher hier irgendwo der Mund. Gefühlt. Hier haben wir den Nasenrücken, also die Mitte vom Nasenrücken und das, was runtergeht, bevor das Auge anfängt. Und auf der anderen Seite liegt das Auge dann schon im Winkel und das ist wesentlich kleiner. Das müssen wir ein bisschen nach hinten ziehen. Genau. Hier ist jetzt wunderbar die Kurve für die Augenbraue. Und dann kann man das hier, wenn der Nasenrücken hier ist, das würde dann hier nach oben weitergehen. Das wäre dann die zweite Hälfte für die Augenbraue. Und so, jetzt haben wir hier die Nase, die ist schön rund. Jetzt kann man ein bisschen rauskommen. Jawohl. Hier würde jetzt ja so ein bisschen die Wange anfangen. Dann haben wir hier unterhalb der Nase dieses kleine Dreieck, woraus das M entsteht. Und da könnten wir jetzt den Mund anschließen. Können wir gucken, können wir kontrollieren, dass wir nicht zu eng werden, dass wir da wissen, wo das Kinn dann hinkommt. Im Auge lassen wir es nach innen wandern. Der Wangenknochen kommt raus, dann fällt es ein bisschen rein. Ich glaube, da bin ich noch ein bisschen eng, da müssen wir noch ein bisschen mehr rutschen. Besser. Genau. Jetzt noch in etwa so. Jetzt kommt das Problem, das, was wir hier wegnehmen, müssen wir hier dazugeben an Fläche, an Wangen- und Kieferfläche, wo nachher hier unsere schönen Kopfhörer rauskommen. Vielleicht kann man sie hier noch so klein bisschen andeuten. Heute sind die ja noch viel größer, da können wir sie ja noch größer machen. Na, ich hätte fast noch ein bisschen weiter rüber kommen können. Naja, egal. Hätte noch ein bisschen mehr Versatz gekonnt. Mal gucken, was wir dann mit dem freien Raum anstellen. Bin ein bisschen zu weit rüber gekommen. Schwätzen und malen geht halt nicht so gut. Ja, das machen wir mit Haare füllen.
Die hat so geile Musik im Ohr. Dass das perfekt hinkommt. Das nehme ich jetzt raus, weil das brauche ich nicht mehr. Und das brauche ich auch nicht mehr. Weniger und schon sieht die richtig vertieft aus in ihre Musik. So, das wäre jetzt meine Basic. Naja, mal gucken, wie es aussieht. Okay, man sieht es ja immer so wenig. So, ja, doch, sie träumt schon von der Musik. Ist okay. Und jetzt mische ich mir eine Schattenfarbe an. Dafür nehme ich etwas Indigo und Blau. Nein, Quatsch, Indigo und Braun. Quatsch mit Soße. Etwas Indigo und Braun und mache mir eine sogenannte Schattenfarbe. Okay. Und Wasser. Die mich kennen, die wissen, wie das geht. Und jetzt werde ich ganz locker die Person nacharbeiten. Schön locker. Jetzt hole ich mir die Konturen. Das kann gerne ein bisschen undefiniert sein. Das ist nicht schlimm. Das ist nur hilfreich, wenn wir mit Farbe drüber gehen, dass wir einfach einen besseren Zugang dazu bekommen. Dass wir wissen, wo was sitzt und das nicht verloren geht. So. Mal hier die Nase. Aufpassen, dass wir keinen Höcker reinmachen. Die gibt sich genüsslich der Musik hin und hat so ein leichtes Grinsen im Mund. Ich bin mal gespannt, wie viel mitmalen und mir nachher das Bild schicken. Das machen mit Sicherheit einige.
Und dann kann man natürlich auch gleich, wenn man das möchte, ein bisschen anschattieren. Dann hat man gleichzeitig schon Licht- und Schattenseite ein bisschen definiert. Ja. Jedes Mal eine neue Überraschung, wenn man ein Bild macht, weil man nicht weiß, was am Ende dabei rauskommt. Das ist auch gut so. So, lassen wir sie fliegen. Die Haare um die Figur in der Schattenseite. Können wir hier auch gleich ein bisschen. Das sieht doch auch so ganz nett aus. Wir uns mal überlegen, was für eine Haarfarbe wir da nachher reinnehmen. Die swingt so richtig mit dem Kopf mit. Okay, ich denke mal, das kommt schon ganz gut. So, mal vom Weiten gucken. Ja, die sieht doch schon ganz zufrieden aus in ihrem Gesicht. So, ich würde jetzt mal ganz kurz Ton abstellen und föhnen. Ich bin wieder da und der Föhn ist aus. Jetzt ist das Ganze ziemlich trocken. Wenn man möchte, kann man jetzt noch die Bleistiftspuren wegradieren, damit es ein bisschen klarer ist. So, die fallen ja dann sowieso weg. Ach, da fängt man an zu träumen, da bräuchte man echt schöne Musik aufs Ohr. Okay. Ich glaube, mir ist heute mal noch ein bisschen nach Magenta und Rot, weil es draußen so ein blödes Wetter ist. Ich brauche jetzt nicht Blau und Grau, ich nehme jetzt mal ein bisschen leuchtendere Farben. So.
schauen wir mal. Ein bisschen rot. Ich hatte mir ja schon ein bisschen was hingelegt. Ein bisschen was Helleres. Ja. Genau. Okay. Also, ich nehme ein bisschen Magenta, ich nehme ein bisschen Gelb. Ups, bin ich da? Ja. Ein bisschen Gelb. Und ein bisschen Orange ginge auch. Ein bisschen Rot. Und setze das mit, was setze ich das jetzt am sinnvollsten drauf? Entweder mit einem Spachtel. Kann ich einen Spachtel nehmen, kann mir das so ein bisschen zurechtmischen und setze das hier oben drauf. Rot ginge auch. Mehr das Gelb hier hinten hin. So. Knallig. Genau. Und jetzt sprühe ich das Ganze an. An meine Unterlage. Einmal ein Arbeitsvlies. Ups. Da kann man schön das Wasser drauflaufen lassen. So. Mein Wassersprüher. So, und jetzt kann ich entweder, nehme ich jetzt mit einem Spachtel oder mit diesem Color Shaper oder was auch gut geht, ist mit dem Duschabzieher. Und jetzt ziehe ich die Farbe über mein Bild. Ich sehe schon, ich war ein bisschen sparsam. Ich hätte ein bisschen mehr Farbe nehmen können. Vorführeffekt. Egal. Und dafür brauche ich diese dunklen Kontur unten drunter. Damit es richtig rauskommt. Okay. Und weil es so schön ist, föhne ich jetzt den zweiten Farbauftrag wieder trocken. Okidoki.
So, ist trocken. Wir können die nächste Schicht auftragen. Wir haben hier viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß. Jetzt kommt der nächste Part, dass die Dunkelheit reinkommt. Und die Dunkelheit kann man machen mit Indigo, Braun. Man kann auch ein bisschen Schwarz mit reinnehmen, weil Rot und Schwarz kommt ja eigentlich ganz gut, um ein Part mit reinzubringen, dass das gegenartig wird oder gegenläufig wird. Weil die Musik im Dunkeln ist natürlich noch viel schöner als nur bei Purpurrot. Also ich mische mir jetzt mal eine dunkle Farbe mit etwas Blau und Braun und Schwarz. Ach so, weil ich jetzt hier, wenn ich hier rüber gehe, dann ist das blöd. Gebe ich jetzt so. So. Und jetzt nehme ich meinen schönen Colorschieber. Heiß geliebt. Und gehe einfach frech in die Länge. Ja. Da wir nachher noch mit einer anderen Farbe das Ganze höhnen, ist das alles noch im Bereich des Machbaren. Okay, die Farbe nachlegen. Ja, ich muss die Kamera, glaube ich, nochmal neu einstellen. Das ist noch ein bisschen von der Positionierung nicht so ganz perfekt. Die Kopfhörer lasse ich mal ein bisschen aus. Gehe ich lieber ein bisschen unterhalb von den Kopfhörern. So, jetzt habe ich wieder mein Spritzvergnügen, weil ich möchte ja, dass das ein bisschen läuft und ein bisschen weicher wird im Gesamtausdruck. Die Finger sollen auch was zu tun haben. Weißt du was? Ich glaube, ich hole mal ein bisschen Alkohol sprühen. Ich habe da Bock drauf. Ich sprühe jetzt mal ein bisschen Alk, damit es ein bisschen springt. Ja. Ja, sehr gut. Okay, eine Runde föhnen.
Ich übe jetzt immer mit dem Mikrofon. Anschalten, ausschalten, anschalten, ausschalten. So, jetzt habe ich meinen Schritt 2 auch durch. Und jetzt mischen wir uns helle Farben an, um zu höhnen. Also, um was hervorzuheben. Dafür eignet sich am besten Titanweiß zu mischen. Und damit können wir uns jetzt ein schönes hell rosa, helle Gesichtsfarbe machen. Ja. Ein Borstenpinsel mittlere Größe. Okay. Also die Reste, die wir hier haben mit dem Pink und dem Gelb. Gelb ist auch ziemlich alle, jawohl. Ihr könnt auch Ocker nehmen und mit dem Braun, Rot. Es kann auch gerne ein bisschen abstrakter sein, das macht nichts. Ich wollte jetzt hier nichts Fotorealistisches machen. Das würde nicht ganz so schnell gehen. Das wäre dann ein bisschen langsamer. So, dann gucken wir mal, dass wir da ein bisschen Helligkeit reinkriegen. Es soll Spaß machen. So. Das setzen wir nach. Auf dem Wangenknochen kann das dann ein bisschen heller sein. Da lässt man es ein bisschen. Auf der anderen Seite machen wir es ein bisschen dunkler. Und durch die dunkle Kontur haben wir gleichzeitig die Form schon drin. Und es geht um einiges leichter. Mit dem Halsansatz auch noch ein bisschen wieder rausholen hier. Okay, noch mal ein bisschen nachsetzen.
So. Jetzt machen wir die Lippen, Lippen, Lippen. Die Lippen ein bisschen. Ups, das war ein bisschen viel Farbe am Pinsel. Ein bisschen viel Farbe. Ach, so ein bisschen Rouge könnte man nachher auch noch machen. Das käme bestimmt auch gut. Also unten die Lippen sind immer heller wie die Oberlippen, weil die Oberlippen sitzen im Schattenbereich. Die kann man ein bisschen abtönen. Bei Rot könnte man auch ein bisschen Schwarz zum Abtönen nehmen. Hierfür, aber so, jetzt habe ich es. Und die obere Kante, da fällt auch immer so ein bisschen das Licht drauf. Das kann man hier noch ein bisschen wegnehmen. Ja, so ein bisschen Gelb mit drin ist auch gut. Es gibt ein bisschen Sonnenschein. Bin zu dick. Na, komm schon. Unter den Lippen ist meist ein bisschen Schatten unter den. Und das ist dann hier, hier. Das sind der Schatten und hier von der Nase auch. Das ist noch ein bisschen wieder rein. So. Ach ja, das mache ich die Kopfhörer so richtig schön knallig rot. Hm? Das, glaube ich, kommt ganz gut, wenn die so richtig schön knallig rot sind. Hatte ich vergessen, ich schneide mir gerade mal schnell einen Spachtel von dem. Hupla. Von dem Teil hier. Weil ich spachtel gerne mit Papier. Da habe ich ein besseres Gefühl als mit einem Metallspachtel. Da. Und jetzt nehme ich ein bisschen von dem Knallrot und von dem Magenta oder Violett. Und damit gehe ich jetzt in die Kopfhörer rein. Werdet ihr gleich sehen. Und hau die da so richtig drüber. Und auf der anderen Seite machen wir da auch noch so ein bisschen was rausgucken lassen.
auch wenn die eigentlich ein Stückchen weiter hinten sitzen. Das macht aber nichts. So kriegen wir doch einen schönen Zugang zur Musik. Also die lassen sich wunderbar biegen. Ein bisschen her. Wir verschwenden keine Farbe, es wird alles verwendet. Alles kommt aufs Papier. Das sind die Musiktöne, die durch die Ära switchen. Brauchen wir noch ein bisschen was von? Trüben Abend ist es doch genau das Richtige. So. Jetzt, glaube ich, könnte ich ein bisschen Haare machen. Ich kann hier noch mal so ein bisschen dran gehen. Und ein paar Reflexe draufsetzen. Haare. Da nehme ich doch wieder den Lemierer, das ist mir doch am liebsten. Und die mache ich wieder so braun-schwarz, so wie wir das im ersten Durchgang auch gemacht haben. Und die holen wir jetzt ins Bild rein. Aber das sieht hier bei mir ganz anders aus wie aus dem Bildschirm. Aber gut. Und dann kommen die unterhalb von den Kopfhörern auch raus. Die fliegen da auch rum.
Nicht-Kommunizieren ist echt gewöhnungsbedürftig. Ach, die schönen Wintern. Ich glaube, ich kann den Kaliarstrich an der Figur besser als bei mir selber. Oder es macht mehr Spaß, das auf dem Bild zu machen als an einem selber. Da habe ich ein bisschen gemogelt. Da kann man sich so richtig auslassen. Da kann man so lange Wimpern malen, wie man möchte. Und die halten auch. Und die verschmieren auch nicht, wenn man morgens aufsteht. Das ist doch genial. Ich glaube, da bin ich ein bisschen zu hoch gekommen. Das korrigiere ich gleich noch. Und hier müsste man vielleicht auch noch ein bisschen korrigieren. Das ist der Vorteil, wenn man Bilder malt und schöne Frauen malt. Man kann richtig gehend ins Volle greifen und muss dann keine Rücksicht drauf nehmen. Die Lippen können rot sein, es stört da keinen. Das ist der Riesenvorteil. Hier noch ein bisschen dunkler. Da wollte ich noch ein bisschen korrigieren. Mit der. Das ist schon wieder getrocknet. Das ist das Schöne am Acryl, man kann so viel malen, wie man möchte. So. So, dann füllen wir das Ganze nochmal ein Stück trocken. So. Ja, ist okay. Ist okay trocken. So habe ich das hin.
Das muss ich noch ein bisschen üben. Okay. Ein bisschen China Gredo, nein, Sienna Natur. Ich habe es unten in der Box verlinkt. Das ist das Glanzobjekt für jedes Bild. Bringt Sonnenschein rein und das machen wir jetzt darüber, weil das einfach cool ist. Das macht das Bild weich, das führt die Ebenen zusammen. Das gibt eine coole Stimmung. Jo. So, und damit es hier auf der Seite ein bisschen ruhiger wird, nehmen wir so eine Art Krapplack oder Rot und Schwarz gemischt und machen das da drüber, damit es da ruhiger wird. Ebenfalls. Und die dunklen Töne sind ja auch lasierend. Dann können wir das Gelb können wir ein bisschen ausspannen, aber insgesamt sollte das Ganze dann ein bisschen mehr Ruhe kriegen, damit die Person zum Vorschein kommt. Und das kann ich so oft machen, wie ich lustig bin, damit ich mein Ziel erreiche, die Stimmung zu erzeugen. So, da könnte ich noch mal ein bisschen von dem anderen dazu nehmen. Hier in der Ecke. So. Und wenn es zu viel ist, sprüht man es einfach wieder runter. Ah. Die sieht aus, als wenn sie träumt. Und machen wir das nochmal. In der Ruhe liegt die Kraft. Das Kinn ist ein bisschen spitz geworden. Warum sagt mir das dann keiner? Ich sehe es doch nicht. Meine treuen Fans. So, machen wir hier noch ein bisschen wegnehmen. So. Und wir könnten über die ich muss doch auch noch mehr lernen, hier noch ein bisschen mehr Schatten reinholen. Vor und zurück und vor und zurück. So. Ja, das spiegelt so, weil es nass ist. Das ist nicht so ganz einfach. Dann machen wir gleich noch ein paar weiße Highlights drauf und dann denke ich mir, kommt Beethoven oder Rock oder Pop oder was auch immer ganz gut raus. So, meine Großmutter hat auch immer gesagt, so, jetzt kann ich das nämlich biegen, das Papier, und kann hier
Lichtreflexe draufsetzen. Das kann man auch drei- und viermal machen, so lange, bis es so ist, wie man es gerne hätte. Jawohl. Oder auch mit den Fingern. Kommt auch gut. Machen wir noch ein bisschen auf das Lid drauf. Jetzt kriegen noch ein paar fliegende Haare ein paar Glanzreflexe, die da so ein bisschen ich hier noch was am Kinn. Oh, ich lasse es. Ich lasse es. Gelb und weiß und dann, um die Stimmung zu heben. Das ist fast ein bisschen zu grell. Die Einstellung ändern. Für die Spritzer braucht man dann immer so eine milchige bis sahnige Konsistenz, sonst spritzen sie nicht richtig. Ips. Ich finde, es erzeugt immer so eine Stimmung, die so eine Leichtigkeit widerspiegelt. So. Geht im Stehen einfach ein bisschen besser als im Sitzen. Dunkel geworden. So, jetzt muss ich mal da gucken auf dem Bildschirm, was man da sieht. Sieht immer ganz anders aus wie hier. Und korrigieren noch. Wenn man das ganz dünn noch macht, kann man das so ein bisschen Feinkorrektur machen. Ein Bild ist ja nie fertig. So. Ah, ich habe eine Idee. Ein bisschen.
So, jetzt müssten wir mal das Bild etwas sacken lassen, um zu gucken, wo setze ich nach, wo mache ich noch was. Feinjustierung, Maske. Machen Sie eine typische Handbewegung oder ein typisches Geräusch. Roland Lempke oder. Das ist doch ein schönes Geräusch, Wasser ausspülen. Ja. Wenn wir schon nicht die Fastnacht feiern dürfen, dann ist das schon fast so ähnlich, als wenn ich in der Verkleidung bin mit Fasching. Ja. So. Was fehlt jetzt noch? Ein bisschen Karl Otto. Oh, den schreibe ich hier hin. Da ist so viel Platz, da brauchen wir noch ein bisschen was. Und wie sollte es anders sein? In Knallrot. Heute mal in Knallrot. Ja, wenn man das erzählt, wie es geht und dann nicht hinkriegt, ne? Genau. So, ich glaube, ich bin fertig. Ich weiß nicht, wie weit ihr seid, aber ihr dürft mir gerne die Bilder schicken. Ich gucke mal jetzt das Geschenk an und packe es mal aus, wie es dann wirkt, so nach dem Abkleben. Na komm schon. Was haben wir jetzt? Etwas eineinviertel Stunde. Oh, das denke ich, kann man aushalten. Das ist nicht zu lang. Geil. Ihr braucht mir nicht in WhatsApp schreiben, ihr könnt das auch gerne in den Chat schreiben. Dann kann ich das auch lesen. So. Tete. Mein positives Stimmungsbild mit Musik ist ready. War nicht so geplant, hat sich so ergeben. Aber
Tja, noch jemand Fragen? Oder Anregungen, was ich sonst noch mal gerne machen könnte, wenn diese eingeschränkte Pandemie und Schneefall und Kälte und Winter uns langweilen, wäre ich gern bereit, mal wieder was zu machen. Lasst es mich wissen. Und ansonsten denke ich mal, würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Oder einen Kommentar oder eine Anregung. Und dann sage ich mal viel Spaß beim Nachmalen. Und vielleicht wieder mal hier bei mir im Atelier. Ciao, ciao!